Heute beschäftigen wir uns wieder mit dem Thema ADHS und wollen mal genauer darauf eingehen, wie sich ADHS bei Männern und bei Frauen unterscheiden kann. Es gibt ja einige Subtypen von ADHS und darauf wollen wir natürlich auch noch eingehen. Und wenn dich das interessiert, was der Unterschied ist bei Männern und bei Frauen, also nicht nur den Zappelphilipp, sondern auch den unkonzentrierten Typ des ADHS, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro wirst du mehr darüber erfahren. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Heute geht es wieder um einen Beitrag zum Thema Leib und Seele. Und zwar wollen wir uns heute wieder mit ADHS beschäftigen. Und zwar mit dem Unterschied zwischen Frauen und Männern. Mein Name ist Susch Finzenz und ich beschäftige mich seit Jahren mit Psychotherapie, mit Psychologie und ja, was so in unserem Körper und in unserem Kopf vorgeht. Und ja, gehen wir mal auf das Thema ein, die Unterschiede von ADHS bei Frauen und bei Männern. Frauen zum Beispiel haben viel mehr das Problem mit Aufmerksamkeit und nicht mit Hyperaktivität, wie das bei Jungen der Fall ist. Und das erklärt natürlich auch, warum ADHS viel mehr bei Jungen diagnostiziert wird wie bei Frauen. Denn man erkennt es viel schneller. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass Jungs immer diesen hyperaktiven Anteil haben und Mädchen immer diesen unkonzentrierten, sondern das kann auch umgekehrt sein. Ist zwar seltener der Fall, aber es gibt es natürlich auch. Jungs sind oft in der Schule der Zappelphilipp, sie müssen immer mit irgendwas rumspielen, sie brauchen immer irgendwas in der Hand, um konzentriert zu bleiben. Und bei Mädchen ist es halt oft der Fall, dass diese oft die in sich gekehrten sind, bei denen das Gehirn ständig in Bewegung ist und einfach ja keine Ruhe finden. Das merkt man auch später im Erwachsenenalter, dass diese Menschen oft nicht einschlafen können, weil das Gehirn immer weiterarbeitet, schlecht durchschlafen können, aufwachen nachts und plötzlich ja nicht mehr schlafen können, weil das Gehirn arbeitet. Kann natürlich auch bei Männern und Jungs der Fall sein. Oder man merkt das auch oft, wenn diese nicht still sitzen können. Also diese Unruhe im Körper, wenn man zum Beispiel ja, in der Schule sitzt oder bei Erwachsenen auch, wenn man beim Fernsehen, bei einem Film, im Kino oder sonst irgendwo sitzt und ja, der Mensch einfach keine Ruhe findet, also nicht mal eine Stunde irgendwie ruhig sitzen kann, sondern sich immer wieder drehen muss, sich bewegen muss und diese Unruhe in sich hat. Und wenn wir nun im Erwachsenenalter ADHS bei Menschen diagnostiziert werden soll und man geht zurück in die Schulzeit und achtet darauf, ja, dann steht oft in den Zeugnissen drin, der Junge war hyperaktiv, der hat immer den Unterricht gestört, hat immer rumgezappelt, hat keine Ordnung gefunden. Bei Mädchen steht das oft nicht drin, denn diese sind oft sehr verträumt, in sich gekehrt. Wie gesagt, kann natürlich auch andersrum sein, aber oft ist es so. Und sowas steht halt natürlich auch oft in den Zeugnissen nicht drin. Also, und deswegen ist es ganz wichtig, dass, wenn man das im Erwachsenenalter noch diagnostizieren will, dass man die Zeugnisse durchgeht, schaut, was steht da drin, man sich mit Elternteilen beschäftigt, mit Eltern redet, mit Bezugspersonen von früher redet, wie war das Kind und ja, deswegen ist es ganz schwer, auch im Erwachsenenalter, das noch zu diagnostizieren, ob das Kind wirklich schon ADHS hatte. Wenn eine ADHS vorliegt, muss das Kind schon ADHS in der Kindheit gehabt haben, denn das kommt nicht später zum Vorschein, denn es entsteht von Geburt an entweder durch Vererbung oder halt durch eine schwere Schwangerschaft, durch Nikotin oder Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft zum Beispiel. Und von daher, ADHS kann nicht im Erwachsenenalter erscheinen, sondern
es gibt es immer von Kind an. Und deswegen muss man bis in die Kindheit zurückgehen und muss da forschen, wenn bei einem erwachsenen Menschen ADHS diagnostiziert werden soll. Ja, und im Erwachsenenalter erkennt man das auch oft daran, wenn man oft Dinge verlegt, wenn man sich schlecht konzentrieren kann, wenn man schlecht zuhören kann, wenn man immer wieder nachfragen muss, wenn man sich nichts merken kann. Also das ist zumindest mal, ja, das ganze Unorganisierte zum Beispiel auch, das sind alles Symptome für eine eventuelle ADHS. Oft sind diese Menschen auch sehr begabt im künstlerischen Bereich. Oft malen die auch. Oft wird auch Sport verwendet oder sie machen oft Sport, weil das Dopamin im Hirn wiederum ausschüttet, welches benötigt wird, um das ADHS zu regulieren. Oft werden auch Aufputschmittel wie zum Beispiel Energy Drinks und so weiter verwendet, weil das die Menschen nicht aufputscht, sondern mehr zur Konzentration runterbringt. Also dass andere, also Menschen, die eine ADHS, eine Störung haben, bringt ein Aufputschmittel oft runter, welches andere, beziehungsweise nicht runter, aber es fügt dazu bei, dass sich die Menschen besser konzentrieren können, wie zum Beispiel auch Ritalin, und bei anderen putscht das wiederum auf. Also das kann eine ganz andere Wirkung haben. Ja, und bei Männern sowie bei Frauen ist das in Prüfungssituationen, zum Beispiel in der Schule oder im Studium, ganz, ganz schlimm. Denn es fehlt das Vertrauen. Oft wird gesagt, du schaffst das eh nicht und du musst dich so sehr darauf konzentrieren. Also das ist wirklich für eine richtige Quälerei. Und Menschen, die wirklich ein Studium durchziehen mit ADHS, also da kann man wirklich ganz viel Respekt davor haben. Denn diese Konzentration, sich das alles merken zu können, das ist eine Qual. Und oft leiden diese Menschen unter diesem Prüfungsstress Jahre später, Jahrzehnte später noch darunter. Also oft haben diese auch noch Albträume, Jahre später, dass sie sich in einer Prüfung sehen und diesem Prüfungsstress ausgesetzt sind. Ja, und diese Menschen sind nicht dumm. Sie können es einfach nicht. Sie können sich nicht konzentrieren und wie gesagt, man braucht ganz, ganz, ganz viel Ehrgeiz, um diese Prüfungen dann zu schaffen, um zum Beispiel ein Studium durchzuziehen. Aber wer diesen Ehrgeiz hat, der schafft das dann natürlich auch. Aber dann wirklich Hut ab davor, denn es ist viel, viel schwerer mit ADHS sowas durchzuziehen als ohne. Und bei Mädchen ist es oft so, wenn diese ADHS nicht erkannt oder nicht diagnostiziert wurde, dann wird oft gesagt, nee, das gibt es überhaupt nicht bei Frauen oder Mädchen und stell dich mal nicht so an, mach dein Ding oder du schaffst das eh nicht. Also das ist für diese Frauen oder Mädchen dann ganz schlimm, denn diese sind hochsensibel. Gerade diese verträumten Mädchen oder Frauen, die sind hochsensibel und das ist sowas von verletzlich. Und häufig wird ADHS von weiteren Erkrankungen begleitet, wie zum Beispiel Angststörungen. Diese Menschen haben sehr oft Angst bzw. sind sehr ängstlich. Das kann bis zu einer sozialen Phobie gehen. Und ja, die mögen es auch oft nicht unter riesen Menschenmassen zu sein, weil sie sich gar nicht auch auf Gespräche einlassen können, wenn jetzt viel Unruhe im Raum ist. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr seid in einem Raum, wo viele Menschen sprechen oder viele Geräusche sind. Das ist schrecklich für diese Personen, weil die sich einfach nicht fokussieren können auf ein Gespräch, sondern es sind überall Menschen, die sprechen, sprechen, sprechen. Die versuchen sich auf verschiedene Gespräche dann zu konzentrieren oder auf Geräusche, die sie da hören. Also die sind hochsensibel und werden natürlich auch durch jedes Geräusch, durch jedes weitere Gespräch und so weiter abgelenkt.
denn da fehlt diese Konzentration. Und das sind Begleiterscheinungen einfach von ADHS, die oft dazukommen. Das kann natürlich auch sein, dass dadurch Panikstörungen entstehen. Also Angst und Panik. Und ja, oft wird das nicht diagnostiziert. Wenn so ein Mensch jetzt zu einem Psychotherapeuten geht und dieser nicht die richtigen Fragen stellt, dann wird eine Angstdepression oder eine Angststörung diagnostiziert, was aber nicht unbedingt richtig ist. Denn wenn der Psychotherapeut wirklich die richtigen Fragen stellt und in die Kindheit zurückgeht und mal fragt, wie waren Sie während der Kindheit? Waren Sie hyperaktiv? Waren Sie mehr der Verträumte? Wie ist Ihre Ordnung gewesen? Wie ist Ihre Konzentration gewesen? Und so weiter. Dann kann man eher mal versuchen zu diagnostizieren, ob es eine ADHS ist oder ob es wirklich eine Angststörung ist. Also nicht jeder, der eine Angststörung hat, hat ADHS, aber umgekehrt kann das natürlich schon sein. Und oft wird halt, also man sagt, die Hälfte aller Patienten, die eine ADHS haben, entwickeln im Erwachsenenalter eine Depression und gehen dann zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychologen. Und da ist dann die Frage, wie wird das behandelt, ob das als Angststörung, als Depression oder als erkannte ADHS erkannt wird und dann im Nachhinein versucht wird zu diagnostizieren. Und das ist bei Männern wie bei Frauen genauso, wobei bei Frauen viel schlimmer, weil es in der Kindheit halt noch nicht erkannt bzw. diagnostiziert wurde. Und so etwas kann natürlich dann auch rezidierend sein. Das heißt, dass es immer wieder zu Depressionen kommen kann, zu Angstzuständen. Und wenn das nicht richtig behandelt wird, wenn das nicht erkannt wird, dann kommt der Mensch oder man kann dem Menschen dann nicht helfen, beziehungsweise ja, dem kann nicht geholfen werden, weil das ADHS beziehungsweise ADS nicht diagnostiziert wurde. Ja, und daher ist es auch oft der Fall, dass ADHS-Menschen oft in eine Sucht verfallen. Also das muss jetzt nicht eine Alkoholsucht oder irgendwas sein, sondern zum Beispiel kann auch eine Kaufsucht sein. Also viele Menschen, die eine ADHS diagnostiziert bekommen oder haben eine Kaufsucht. Denn das setzt wiederum das Dopamin frei, was diese Menschen brauchen. Oder wie bereits erwähnt, kann ein Aufputschmittel wiederum beruhigend oder klarbringend für einen ADHS-Menschen sein. Also nochmal kurz zusammenfassend. Oft werden bei Menschen mit ADHS zwar die Begleiterkrankungen erkannt, aber oft nicht die ADHS allgemein für sich. Und oft wird bei Frauen die ADHS mehr übersehen als bei Jungs, weil diese nicht mit der Hyperaktivität zu tun haben, sondern eher in sich gekehrt sind, im Gedanken sind, ruhig sind, schüchtern sind, zurückhaltend sind. Und dadurch rutscht natürlich der ADHS-Subtyp, welchen oft Frauen haben, durch. Und deshalb wird die ADHS bei Frauen sehr spät oder gar nicht erkannt. Ja, und wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, dann schreib diese doch einfach unten in den Kommentaren. Lass gerne ein Abo da, denn ich werde noch mehr Videos dazu machen. Lass ein Like da, wenn dir der Beitrag weitergeholfen hat, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und Arrivederci, dein Zusch Vinzenz. Bis gleich im nächsten Video.